Ich bin diese 90er-Frisur. Yo Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Und hier habe ich jetzt heute mal wieder einen Test mitgebracht. Ich habe den gelesen und dachte, das klingt so lustig, das musst du machen. Und zwar wähle 8 Dinge aus und wir verraten dir, welche Frisur aus den 90ern du bist. Die Sache ist ja die, in meinen Videos habe ich ja meistens eine Mütze oder eine Cap auf. Also ein ganz einfaches Problem, dass ich nicht weiß, wie ich meine Haare stylen soll. In den 90ern sah ich auch nicht besonders toll aus. Ich hatte da meistens einen Topfschnitt und ja, das sah auch nicht so toll aus. Aber wir schauen jetzt mal, welchen Look ich damals hätte tragen sollen. Und vielleicht kann ich den Look ja auch heutzutage noch tragen. Ich würde sagen, let's go mit dem Test. Natürlich ist der Test wie immer unten verlinkt, falls ihr ihn selber auch mal machen möchtet. Frage 1. Nicht wundern, dass bei euch vielleicht die Antwortmöglichkeiten ein bisschen anders geordnet sind, weil ich mache das Quiz jetzt einmal und danach mache ich die Screenshots dazu. Deswegen kann es sein, dass die Antwortmöglichkeiten anders bei euch aufgeführt sind, aber ich sage ja sowieso, was ich nehme, von daher sollte das nicht das große Problem sein. Also wähle ein 90er-Lied. Natalia Imbruglia, Torn, TLC, No Scrubs, Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Beim ersten habe ich jetzt gar kein Lied im Ohr. Ich denke wahrscheinlich, wenn ich es hören würde, würde ich schon wissen, was es ist. So, jetzt bei den anderen beiden, ich mag beide Lieder sehr, sehr gerne. Aber ich war halt früher nie so ein Rock-Fan. Und deswegen ist es wohl eher TLC, No Scrubs. Wähle ein 90er Film. Kevin allein zu Hause, Jurassic Park, Titanic. Alles drei super Filme. Also Jurassic Park finde ich jetzt von den drei nicht gut von den drei. Aber gut ist er trotzdem. Kevin allein zu Hause ist zwar schon echt extrem gut, aber man schaut halt irgendwie nur an Weihnachten. Deswegen bleibt für mich nur Titanic, weil das ist auch einer meiner Lieblingsfilme, einfach Titanic, da kann ich nichts sagen. Deswegen nehme ich jetzt Titanic. Wähle ein 90er Spiel. Street Fighter 2, Super Mario 64, Star Wars, Jedi Knight, Dark Forces 2. Die Sache ist die, ich habe Super Mario 64 nie gespielt. Ich fand aber auch in Let's Plays und so nicht wirklich cool, muss ich sagen. Hatet mich bitte, ja, aber ich kann es nicht beurteilen. Und Star Wars habe ich auch nie gespielt, also bleibt eigentlich auch für mich nur Street Fighter 2 und das Spiel feiere ich ja auch, also Street Fighter 2 nehme ich jetzt hier. Wähle ein 90er Sitcom, Full House, Die Nanny, Der Prinz von Bel-Air. Und auch da sollte es nicht so schwierig für mich sein, denn Die Nanny fand ich nie so wirklich cool. Full House habe ich natürlich geschaut und fand es geil, aber auch Der Prinz von Bel-Air ist auch heute noch, finde ich, eins der besten Sitcoms von damals. Also, Der Prinz von Bel-Air. Wähle ein 90er Popstar, Britney Spears, Mariah Carey, Justin Timberlake. Ich mag alle drei. Ich mag auch die Musik von allen dreien. Aber wenn ich so wirklich an 90er Popmusik denke, dann bin ich bei Britney Spears und ja, da kommt dann auch keiner dran. Also nehme ich Britney Spears. Wähle eine 90er Serie, Dawson Creek, Buffy im Band der Dämonen, Beverly Hills 90, 20, 10. Ja, keine davon. Ich habe keine geguckt davon. Gebe ich ganz offen zu. Das Einzige, was ich so ein bisschen ja, zuordnen kann, ist Buffy im Band der Dämonen. Und deswegen nehme ich das, aber ich habe keine der drei Serien geguckt. Wirklich keine. Ich habe immer Sitcoms geschaut, aber nie so richtige Serien. Also ich nehme Buffy. Wähle ein 90er Essen. Kalter Hund, Puffreis, Mini-Winnies. Ist Kalter Hund ein 90er Essen? Naja, es ist auf jeden Fall will ich nicht. Jetzt Mini-Winnies, ich mag zwar Würstchen sehr gerne, aber da ich hier noch als Auswahl Puffreis habe und der einfach besser ist, nehme ich Puffreis. Wähle eine 90er Spielfigur. Batman, Buzz Lightyear, Superman. Ich war nie so ein Superhelden-Fan. Bin ich auch heute noch nicht. Es gibt so ein paar, so Spider-Man zum Beispiel, mag ich ganz gerne. Aber Superman, Batman, nee, aber ich habe eben Toy Story gefeiert, deswegen Buzz Lightyear. Ich bin diese 90er-Frisur. Ja, nein, wirklich nicht. Also das ist hier wirklich schrecklich. Also, jetzt nur mal ganz davon abgesehen, ich fand es auch damals, glaube ich, schrecklich in den 90ern. Manche fanden das wahrscheinlich cool, aber ich kann es mit meinen Haaren auch gar nicht machen. Dann müsste es mir irgendwie ganz komisch wachsen. Nee, ihr werdet mich nie diese Frisur sehen. Könnt ihr euch sicher sein. Ja, ansonsten war es das jetzt mit dem Video. Wie gesagt, ihr könnt den Test gerne selber auch mal machen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so war, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye, bye.